You win. Live the action. Ja, Hamdi, du hast dich gegen Münster verletzt, konntest in den letzten Wochen nur zuschauen. Wie war die Zeit für dich und wie fühlst du dich jetzt? Ja, war eine schwierige Zeit, ne? Klar, Verletzung, wenn man der Mannschaft nicht helfen kann, ist schon schwer. Gleichfalls war ich auch froh, dass es keine so halb so schlimme Diagnose war wie erwartet, sondern eher etwas kleineres. Und ja, das war halt schon mal wichtig für mich, fürs Weitergehen halt mit dem Aufbautraining, mit dem Physiotherapie. Und ja, also ich bin zufrieden. Inwiefern verspürst du als Kapitän jetzt eine Erwartungshaltung, da es ohne dich zuletzt eben nicht so gut lief? Ja, also die Erwartungshaltung ist immer da, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Das sollte halt Anspruch sein, jedes Spiel halt gewinnen zu wollen, egal wie. Und ja, klar, momentan läuft es nicht so, wie wir es uns vorstellen, aber ich hoffe, dass wir jetzt in den Bock umschussen können. Im kommenden Spiel wartet mit dem Absteiger Eintracht Braunschweig ein schwerer Gegner auf die Fortuna. Wie siehst du der Partie entgegen? Ja, auch schwer. Wird schwer, weil Braunschweig wahrscheinlich auch mit einer ganz anderen Erwartung oder mit einem anderen Saisonstart ausgegangen sind. Haben ähnlich wenig Spiele gewonnen. Ich glaube, alles nur unentschieden gespielt. Und ja, die haben jetzt ein Heimspiel. Das heißt, sie wollen natürlich auf Sieg gehen, aber das wollen wir auch. Das macht die ganze Sache halt interessant und auch spannend. Wirst du schon zur Verfügung stehen im vollen Umfang? Das weiß ich jetzt noch nicht. Wir haben jetzt gestern, war ich jetzt komplett umfänglich mit der Mannschaft dabei. Wir werden jetzt schauen, ob es Rückschläge gibt, auch muskuläre Bedingungen oder so. Und wir werden das jetzt gucken, wir werden das steigern von Tag zu Tag. Und wenn ich mich gut fühle, wenn das Knie hält, wenn die Muskulatur hält, dann denke ich, dann gibt es keine Steine mehr in den Weg. Danke. Bitteschön.